Hallo und herzlich willkommen zum Let's Play von Minecraft 1.12, der neuesten Version aus dem Hause, ja, Mojang Microsoft. Ich hoffe, euch gefällt dieses Let's Play vor allem, weil ich werde natürlich viel mit Papageien machen, deshalb habe ich auch einen Dschungel jetzt ausgesucht und ja, bleibt dran am besten, weil es gibt viel zu entdecken. Auch viel mit Rollenspiel und ja, wir sind also gestrandet hier in einem Dschungel. Haben nur gehört, dass es neue Blöcke gibt, nämlich die Keramik. Also ja, die Keramik, der Lehm wurde zum Keramik. Dann der Trockenbeton, das ist einfach farbiger Sand. Und der farbige Sand muss ins Wasser fallen. Dann kommt Ding raus, Beton, ganz normal Beton, ja. Und ja, die Papageien, die kann man auf die Schulter setzen. Ja, man kann sie natürlich füttern. Man kann sie auch auf Zäune und andere Dinge platzieren. Ich weiß jetzt auch nicht, was andere Dinge sind. Das werden wir alles noch herausfinden. Ja, ich will vor allem ja, sehr viel Minecraft spielen, weil ich einfach auch wieder die Lust habe durch neue Versionen. Ja, und der Server, der motiviert mich auch. Leider können wir es noch nicht schützen. Also, wenn ihr auf den Server wollt, dann muss es halt einfach so sein, dass ihr das gute Ding, also dass ich einfach sicher sein kann, dass ihr nichts kaputt macht oder sonst irgendwas. Und halt nicht auch überall farmt, dass alles kaputt geht ringsum. Oder sogar unter einem Haus oder so. Aber einfach mal den Namen geben, der Minecraft-Name. Und dann, ja, entscheide ich. Könnt sicher mehr sagen, dann kommt ihr früher rein. Es gibt sicher Videos von dort. Und ich habe auch die Idee, eine Adventure-Map zu machen oder irgendwas anderes, dass ein bisschen eine Geschichte kommt. In einer anderen Map. Ja. So, wir haben das Rezeptbuch auch. Da können wir mal Tropenholzblätter draus machen, genau. Aber leider noch nichts anderes, weil wir nur Tropenblöcke haben, Holzbretter. Holz, ja. Von Tropenholz. Die Bretter kommen ja erst danach, genau. So. Also Kokosnüsse hätten wir. Es ist eben im Dschungel auch ein bisschen schwer zu bauen und so. Also mehr im Weg. Da müssen wir schauen, dass wir ein bisschen ja, an der Seite anfangen. Ein Lager machen und dann so Baumhäuser. Ich möchte spezielle Baumhäuser machen. Das werdet ihr dann sehen. Die haben etwas mit den Farben zu tun. Aber ich kann es jetzt noch nicht ganz so erklären. Ich will es jetzt auch noch nicht so erklären. Weil, ja, das könnte plötzlich anders sein. Und es tut ja euch dann ein bisschen spoilern und alles mögliche. Ich will ja euch nicht gleich schon wieder verschwinden lassen, dass ihr nicht mehr das Let's Play seid. Da möchte ich euch ein bisschen motivieren. Oh, dort können wir sehen sein. Sehr gut. Ja, hier der Berg, der hat auch etwas Tolles. Ich könnte hier noch mal ein bisschen. Ah, hier haben wir jetzt einen Setzling. Sehr gut, da habe ich gar nicht gesehen. Also ich werde sehr viel machen, damit ihr auch sehr motiviert sein, weiterzuschauen. Wir werden viel mit Papageien reden und mit Katzen. Sie so ein bisschen das Haustier erhalten und eben schön verschiedenfarbig bauen. Das sieht so schön aus im Tropenwald, weil der Tropenwald, der ist sehr grün und braun. Und wenn wir die anderen Farben so ein bisschen mitbringen, dann sieht alles so cool aus. Ja, leider komme ich jetzt gerade nicht so weiter, weil ich muss die Bäume fällen für diese Tropensetzlinge, damit wir das nachher nicht mehr machen müssen, wenn es dann wirklich schwer wird. Ah, ich kann... Nein, ich habe normal... Ich mache mal auf einfach am Anfang, ich werde sicher auf schwer dann spielen später.
Aber am Anfang, da könnten überall Creeper kommen und so weiter. Da müssen wir aufpassen. Vor allem nicht zu viele Löcher machen, hä? Also ich muss vorwärts machen, sonst wird's noch, gell? Gut. Neue Rezepte, danke für die Einblendungen. Ja. Machen wir wieder den normalen. So. Ich werde jetzt direkt ein bisschen schneller machen, damit wir ja kein Schwert jetzt vergeuden müssen. So. Ja, meine Stimme ist noch nicht so gut. Ich hatte ja ein bisschen Probleme mit dem Hals. Tut mir ein bisschen leid. Und wenn ihr irgendwas klicken hört, das ist meine Tastatur und mein Maus. Das ist halt einfach, weil es sehr sensibel eingestellt ist durch die wenig Lautstärke von meiner Soundcard und so. Und da ich nicht gerade so up to date bin, möchte ich das jetzt auch noch nicht machen, also noch nicht eine kaufen und dann merken, ja, ich kann die Soundkarte nicht reintun und so Sachen, da bin ich nicht so. Da muss ich da ein bisschen üben, also ein bisschen im Internet vorlesen. So, zum guten Glück haben wir hier keine Monster. Das wäre nicht gut, wenn hier drin ein Skelett wäre. Schon ein Skelett würde uns halt zusetzen im Wasser. Oh, ein Stein. Kohleblock meine ich. Voll lauter Stein. Steinkohle. So. Ja. Normales Vanilla-Let's Play. Ist immer sehr toll. Man ist so ein bisschen eingegrenzt, also man kann nicht immer alles sofort machen oder so. Und ja, man hat nicht 1000 Blöcke. Also man ist neben dem Erzählen dann bei dem Mods-Let's Play immer so ein bisschen nicht mehr up to date. Also dass man wirklich meint, ja, man kommt nicht mehr nach mit dem Erzählen oder nach mit dem Konzentrieren. Das ist ein bisschen schlecht, aber ja. Deshalb möchte ich eigentlich konzentrieren auf Vanilla Let's Play und eventuell Mod Let's Play Nebenbeschäftigung, also nicht gerade ein Let's Play machen, sondern euch eben wieder zeigen, was ich so baue. Ja, die kann man jetzt einfach rausnehmen, das ist super. Ja, jetzt habe ich keine Ding. Stöcke, gut. So, ich möchte noch ein Schwert machen. Und eine Axt, das ist sehr wichtig. Ja, komm, Schaufel auch. Ah nein, Schaufel geht gerade nicht. Ich möchte noch einen Ofen machen. So, wunderbar. Dann, ja, können wir die Spitzhacke gleich verheizen. So, gibt es noch Setzlinge? Wie viele haben wir jetzt? Zwei. Ja, gut. Setzlinge haben wir noch hier. Und dann gehen wir mal in eine Höhle rein, dort drüben. So. Gut. Ja, wunderbar. Also hier möchte ich irgendwo sein, dort unten drunter wäre cool. Oh, da haben wir schon die Melonen, hä? Ja. Dann holen wir mal kurz ein paar Melonen. Wunderbar. So, wir gehen noch ein bisschen weiter. Das ist jetzt gerade nicht genau so, was ich vorgestellt habe. Ich möchte irgendwo, wo ich dann aufkomme. Also. Ah, da ist ein Papagei, ein blauer. So genial. So, mal die Hühner. Ja. Schon mal einen Kuchen vorgeschlagen. Ja, hier hat es zum Beispiel schöne Blumen. Da ist eine Höhle. Ich glaube, ich bleibe mal hier. Das ist ja am besten. Direkt mal ausleuchten und zumachen. So. Wunderbar. Ja, da nicht. Da drauf. So, ausleuchten. Ja, ist nicht tief. Aber wir können schon mal hier eine Treppe so runter planen. Gut.
bisschen gerad machen. Und ja, dann werde ich da mal einfach zumachen. So, dann kommt auch niemand rein. Auch hier noch ein. Jo, gut. Also, wir machen die Spitzhacke rein. Und jetzt, ja, Eisen haben wir noch nicht. Ja, lassen wir das. Wir haben nichts anzubraten. Keine Erde. Ich muss kurz Erde holen. Habe ich keine Schale? Ja, die Schaufel habe ich nicht geholt. Ja, bringt jetzt eigentlich auch nicht wegen dem Ding. Ich müsste sie schon anpflanzen können. Geht aber nicht. Ja, komm. Müssen wir übernachten mit den 20. So. Es hat immer so ein bisschen Probleme, dass die Sachen so lange brauchen. Es braucht unbedingt eine Beere oder so. Tja, geht halt nicht so gut. Aber ja, etwas, was schnell einfach wächst. Also wirklich ein Bärenbaum. Das müssen sie noch einbauen. Ja, wir werden wirklich ein Komplex aus Baumhäusern bauen oder eine Baumstadt. Dass wir wirklich alles gut verbinden mit Hängebrücken. So hängebrückenartige Blöcke. Brücken, gell? So, der Granit ist auch uns, also der erste Granit. Und wir haben. Ja, weit runter zu graben. Ich werde jetzt mal zwei bauen. Zwei breit. Damit ich später auch noch Schienen hier hin tun können. Ja, okay, ich werde jetzt einfach mal einmal breit machen, sonst geht das zu lange. Aber ja, es ist schon die es ist schon höher, aber dann werden die Werkzeuge kaputt gehen und alles. Lieber so. Und dann auch mit mit Treppen darunter bauen, damit wir dann immer rennen können, ja, halb rennen können. Auf den Treppen ruckelt man so ein bisschen eher, nicht ganz rennen. Aber wir müssen nicht mehr hüpfen, wenn wir hochklettern müssen. Das ist toll. Ja, leider sind die Höhlen, die wir gesehen haben, nicht gerade so tief. Deshalb müssen wir da selber die Hand anlegen, aber wir haben schon mal etwas. Jetzt bin ich mal gespannt, ob hier irgendwo Monster sind. Weil ich höre nichts. Ja, ist nichts hier. Gut, aber Eisen. So. Ich hoffe, bei euch ist genug laut, also bei mir ist es laut genug. Ich höre eigentlich die Monster. Aber man möchte ja schon die Monster hören. Nicht, dass es plötzlich Bumm macht. Ja, er trifft uns trotzdem. Sollte auch ein bisschen. Oh, der war böse. Ja, gut. Wir haben noch recht viel. Wieso sieht man die nicht? Den habe ich endlich sehen können, aber nein, der war plötzlich da. Naja, Creeper ist die einzige Bedrohung eigentlich, die man so hat. Weil, ja, die können mit einem Schlag viel Schaden machen. Hier ist eine Höhle, Höhlenausgang. Okay. Schon so weit oben. Ja, Kohle müssen wir natürlich auch recht viel haben, wenn wir viel Eisen brennen müssen. So. Ah, wunderbar. So, also. Ja, das Wichtigste ist jetzt nochmal eine Werkbank machen. Eine Werkbank. Und nochmal machen wir zwei, ja. Geht nicht mehr. Können wir später dann nochmal machen. So. Jetzt werden wir da noch ausleuchten. Ja, beziehungsweise kurz durchgehen.
Ja. Ist nicht so viel. Da ist Eisen. Wir brauchen natürlich noch Eisen, ne? Also ich muss ein bisschen denken, wo ich dann zurück muss. Weil sonst haben wir uns verirrt, dann werden wir den Ofen nicht mehr sehen, vor allem. Ja. Aber es hat genug Eisen hier. Das ist doch toll. Ah ja. Hier könnten wir dann wieder runter. Oh. Das hört sich ein bisschen nicht so gut an. Also hier ist nichts. Wir haben wenig Leben, deshalb bin ich ultra vorsichtig. Ich glaube, wir sind nicht genau dort, wo wir hingehen sollten. Ich kann mich ja hier durchgraben. Sollte eigentlich jetzt hier drüben irgendwo sein. Ah ja, so verzweigte Höhlensysteme. Ja, ist ja toll, dass es Höhlensysteme hier gibt, genau an diesem Punkt. Weil wir ja auch hier bleiben wollen, oder? Und ja, dass es auch wirklich etwas zu erkunden gibt. Es kann wirklich sein, dass wir irgendwo in einem, in einer Map sind, wo es wirklich nichts gibt. Keine Höhlen, da müssen wir alles graben, ist auch nicht so toll. So, wieder Eisen. Hm? Keine Fackeln mehr. Hier geht alles aus. So, Fackeln. Craften, so. 24 Eisen haben wir schon. Wunderbar. Ah ja. Auf dem Server hatte ich eigentlich immer so Sandgebiete oder Savanne. Sogar ein Mesa-Biom hatten wir. Ja, jetzt kommt der Trockenbeton dran. Da können wir gut etwas bauen. Ich denke, Wege wäre das Beste, was wir aus dem bauen können. Sonst müssen wir eigentlich alles ins Meer werfen. Sogenannte ins Wasser werfen. Ah ja. Also können wir das unterirdisch, also im Wasser. Doch wegen dem Wasser können wir da auch platzieren. Aber wir dürfen es nicht fallen lassen. So herum. Ja gut. So, jetzt haben wir auch das Diorit, was? Ja. Sind ein bisschen komische, also man kann es nicht ganz so gut merken, weil ich ja nicht so viel baue mit dem. Aber ich werde es sicher auch bauen. Mit dem. Ja, wir finden hier überhaupt nichts. Wir müssten eigentlich gleich wieder oben hin. Also, wir müssen unbedingt regnieren lassen. Sonst geht es nicht so gut. So. Okay. Da vielleicht irgendwas? Ja, irgendwie müsste ich nach oben kommen. Hä? Also müssen wir jetzt wieder nach oben. Dort, wo wir jetzt runtergekommen sind. So. Und dann die Mine weitermachen in der nächsten Nacht. Aber eben um Essen kümmern müssen wir uns. So, hier oben sind wir irgendwo hergekommen. Gut. Ich tue mal den Stein verbrennen, weil die Erde brauchen wir dann noch für den Garten. Ja, wie sollen wir das am besten machen? Einfach die Erde auf den Baum? Das wäre sicher. So, von hier sind wir gekommen. Genau. Hier ist die runde, wie nennt man das eigentlich? Ja, sicher. Wo hast du so viel Schaden kennengelernt? So viel Schaden mache. Deshalb ist es nicht gut, auf schwer zu spielen, schon am Anfang.
Ah, je. Ja, gut. Wir baudeln uns hier kurz hoch, machen es dann später wieder zu. Dafür können wir dann die Steine auch brennen, also dass die normalen Steine sind, nicht Cobblestone, nicht Bruchstein. Ja, jetzt kommt der Augenblick. Ich werde die Werkbank mal hier hinstellen mit der neuen Spitzhacke. So. Sehr gut. Genau das, was ich ja vorher auch angedingen habe. Wir müssen unbedingt dann gleich wieder eine Spitzhacke machen, wenn wir dann auch Sticks haben. Und die brauchten wir ja durch die Fackeln. So. Dann können wir alles so ein bisschen nacheinander machen. Nicht alles direkt sofort. So, wir werden wahrscheinlich beim, ja, vielleicht im Dschungel noch rauskommen. Oder beim See, ja, beim Bach, ja. Ist nicht alles, was Wasser ist, See. So, wunderbar. Also kommen wir hier raus. Wunderbar. Ein bisschen weiter oben noch. Gut, bisschen versteckt, ja. Sehr gut. Machen wir hier eine Fackel, dann wissen wir, wo das ist. Wir müssen dann hoffentlich auch finden. Die Fackel, also das Licht, oder? So, wie machen wir das am besten? Wenn wir hier sind, da nach oben. Das können wir jetzt eigentlich gerade noch machen. Ich werde hier auch noch einen machen. So. Wunderbar. Dann hier drüben hin. Wunderbar. Ja, wir sind eigentlich direkt oben. Hier können wir da die Ding anpflanzen. Sag schon Wassermelonen. Und hier oben können wir zum Beispiel wohnen. So ein richtig großes Haus hier drauf machen. Ja, dann haben wir hier einen Birkenwald. Da hinten ein Meer. Das ist der Fluss, das ist ja Bach eher. Dann haben wir hier schön eigentlich Wald. Ich könnte, wenn ich jetzt größere Anpflanzungen, also Gärten machen müsste, ein bisschen weiter draußen herum, die Pflanzen machen, also ja, die Ackerböden. Und eigentlich das Haus eher so in die Richtung, weil da ja der Dschungel weitergeht. Und vielleicht finden wir dann im zweiten, dritten Part ein Ozelot. Wir müssen dann natürlich fischen zuerst. Ja, das geht vielleicht noch ein paar Parts. Und dann müssen wir natürlich die auch noch anlocken. Das wird halt auch ein bisschen nervig sein, weil die recht schlecht sich anlocken lassen. Und die Papageien können man mit Körner eigentlich sehr gut fangen. Also, ja. Zähmen. Hä? Gut, danke schön fürs Schauen. Ich weiß, es ist jetzt noch nicht so gut. Vielleicht sind die Einstellungen auch noch nicht so gut oder so. Sagt mir ein bisschen Feedback, weil es ist halt auch ein bisschen schwer, wenn man so beschäftigt ist mit Training. Ich tue wirklich sehr viel trainieren. Und es war ja auch eine Hitzeperiode, deshalb kamen weniger Videos. Also, ich werde sicher jetzt bis zur nächsten Hitzeperiode, bis nächstes Jahr vielleicht viele Videos hochladen. Und auch spezielle Videos, tolle Videos und so, ein bisschen motivierende Videos. Und ja, kommen ja GTA Online, PUFF noch und weitere Sachen. Also, Dankeschön fürs Schauen. Macht mit, bisschen. Sagt, was ihr am besten haben wollt. Ihr könnt das Let's Play am besten in eine Richtung schwenken. Da bin ich da nicht so gut. Also ich hoffe, dass ich einfach euch motivieren kann und trotzdem, auch wenn nichts kommt, bisschen eine Richtung vorschlagen kann. Und wir sehen uns dann im zweiten Part wieder. Die Playlist, die ist unten. Einfach draufklicken, wenn ihr den zweiten Part sehen wollt. Wenn er dann online ist oder eben die Glocke anmachen, damit ihr seht, wann das der Part angeht. Und wir sehen uns dann im nächsten Part wieder. Danke und tschüss.